Schon immer hatte ich gegen eine allzu spießige Lebensführung etwas einzuwenden. So musste es eines Tages passieren, dass ich den Entspießer erfand. Doch sehen Sie nun selbst, was es mit dieser Erfindung und Errungenschaft des 21. Jahrhunderts auf sich hat. Und nun sind wir im griechischen Restaurant bei mir um die Ecke. Dort gönne ich mir zum Mittagessen einen leckeren Souvlaki-Teller. Und schon nehme ich einen Souvlaki und ziehe den Spieß ganz einfach mit dem Schaschlik-Entspießer heraus. Bequemer und leichter geht's doch nicht und das macht auch noch Spaß. Dazu hat es den angenehmen Nebeneffekt, dass die Fleischstückchen nicht mehr beim Nachbarn auf dem Hemd landen. Da brutzelt es schon herrlich in der Pfanne und hier haben wir die Spieße, die entspießt werden wollen, damit das Fleisch in die Pfanne gegeben werden kann. Was brauchen wir dazu? Natürlich den Schaschlik-Entspießer, der nun zum Einsatz kommt. Ja, dann fange ich doch mal an. Ganz einfach in den Entspießer, ein Spieß, drehen und plumps, schon ist das Problem gelöst. Und das nächste Stück. Das geht kinderleicht, macht Spaß, ist ein Gaudi für die ganze Familie. Sehen Sie sich das an, das funktioniert. Das hätte man da früher mit der Gabel und dem Messer stundenlang hingebastelt. Der Entspießer löst das in 0,nix, noch bevor das Gemüse in der Pfanne zergart ist. Der Schaschlik-Entspießer, unverzichtbar für jedes Restaurant und jeden Haushalt.